sind halbe Schwerter. Wahnsinn, habe ich die Karte gefunden. Been a long time, comrade. Was sind lila Quests? Gute Frage. Weiß ich auch nicht genau. Ich bin auch dankbar für die Anfrage, Aussage. You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. UPS hat nämlich am What do you want? Samstag kein Werktag. UPS arbeitet nur von Mond, außer samstags mit extra Auftrag. Leave Ashley out of this. Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. Das ist der spektakulärste Messerkampf, den ich seit langem gesehen habe. Und ich habe so Wade geguckt. You got her involved just for that? Ha, Titty Narbe jetzt. Under my umbrella. Die, hang! Kick! Ada! Nur Gravitationsmesserkampf. Oh, in the red dress. Looks like we have the upper. So weit 2 muss ich noch gucken. Den kenne ich noch gar nicht. Was zum Fick? Bist du ein Jedi? You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? Null Gravitationsmesserkampf. Das war auch schön. You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Da. Hey, der Sattler. Reunion with your old friend. As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Enjoy the fun. Okay, er guckt ein bisschen krank wie ein Pedo und er denkt, ich bin ein Minderjähriger. Und plötzlich Star Wars. Genau. Pro-Frage an die Ragnarok Pros. Übrigens, Tipp. Haben wir vorhin auf dem Discord gehabt. Jetzt schon wieder so ein Ragnarok-Ding. Diese Marken, um den Jobdurchbruch zu machen, sollte man schon möglichst früh anfangen einzukaufen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele man braucht insgesamt, aber ich habe es vorhin gelesen. Alightalk weiß es vielleicht, um den Jobdurchbruch zu machen aufs Maximum. Man kann täglich in der Gildenhalle 2 Stück davon, beziehungsweise 4 Stück davon kaufen. Für die silberne Marken und die goldene Marken, aber es würde reichen, wenn man nur die für die silbernen Marken kauft, wenn man früh genug anfängt, weil die goldenen Marken viel zu teuer und richtig fuck sind. Ja, ich hab's vorhin auch erst mich reingelesen. Ja, diese 250k beim Händler ist Blödsinn. Dann fängst du lieber an und kaufst rechtzeitig mit den Silbermarken die Dinger. Bin ich der Meinung. Was? Ey, das geht voll Laser ab hier. Fuck! Das ist ja wie im Film.
Ja gut, easy. Körperbeherrschung habe ich. Gut. Er hat sich ja einfach so einen Dom gebaut. Klar, hier liegt ein Wir haben keine Zeit zum Ausruhen. Sieht aber geil aus. Ehrlich, oh. Bling, bling. Lien, mein Vater. Und dann verliere ich noch meine linke Hand. Was ist passiert hier? Da 40 sind jetzt gelohnt. Hundertprozentig, ja. Ja, man muss sie ja nicht beim Ehenhändler kaufen, oder? Also man kann ja auch einfach rechtzeitig anfangen, sich die für die silbernen Gildendinger zu kaufen, die man ja eh durch Missionen und allen möglichen Gebums kriegt, oder? Ah, dann will ich aber auch ein cooles Schwert haben. Nicht nur so ein dussiges Messer, sondern ein richtig cooles Schwert. Hey, Brudi! Was hast du hier denn versteckt? Ja, nicht mehr ich habe so viel zwischenzeitlich. Welcome! 250k würde ich auch lieber für was anderes ausgeben. Got some rare things on sale. What are you selling? Is that all? Thank you. 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 Also ich habe, glaube ich, zurzeit 5 Millionen und 700.000 auf anderen. Eleganz Kopfbedeckung kann ich verhökern. Thank you. Ja, ich glaube auch, die Maske, da finde ich den Stein nicht mehr. Das ist vorbei. Ah, thank you. What are you buying? Come back anytime. Louis, Notiz 4. Hier verzeichne ich, was ich über die Plager herausgefunden habe. Sie haben drei Eigenschaften. Wie erwähnt, können die Plagers die Verhaltensmuster ihrer Wilde ändern. Sie sind gesellige Organismen. Damit meine ich, dass sie nicht alleine, sondern in Gruppen leben. Man nimmt an, dass sie über kollektive Intelligenz verfügen. Dieses Verhalten findet sich bei einigen Insekten wie Bienen und Ameisen. Für Parasiten ist es jedoch sehr ungewöhnlich. Vielleicht ist es eine erlernte Verhaltensweise. Ich finde heraus, ob das mit ihrer ersten Eigenschaft zusammenhängt. Drittens, die Plager sind anpassungsfähig. Sie können eine symbiotische Umgebung entwickeln und von vielen Würden leben. Diese Fähigkeit und ihr Gruppenverhalten ermöglichen es ihnen, unabhängig vom Organismus zwischen Wirten interagieren zu können. Ich muss gestehen, dass ich von dem Plagas so fasziniert war, dass ich die wahren Gründe
für die Forschung der Los Illuminados nicht bemerkt habe. Obwohl ich wusste, dass Hettler die Ergebnisse missbrauchen würde, musste ich einfach weiter forschen. Daher bin ich ebenso verantwortlich für dieses Chaos wie er. Kann ich alleine ihre Pläne vereiteln? Okay, was sagt mein Inventar jetzt? Da ist Kraut, da ist Kraut, da ist Kraut. Ich habe sehr viel Kraut. Sehr wenig Pistolenmunition. Dafür habe ich auch sehr wenig Munition. Dafür habe ich sehr viel Munition. Für Scharfschützengewehr habe ich auch nicht so viel Munition. Vielleicht solltet ihr ein bisschen damit rumballern. Aber das ist so unpräzise, das Ding. What are you buying? Okay, hier ist einfach Berg. Einfach Spalte. Uff, da haben wir noch ein ganzes Stück vor uns jetzt. Wahnsinn. Und ich dachte, Tatsache, wir sind hier kurz vorm Ende, so letzten Kapitel. Na, das sieht ja sportlich aus. Freikirche, dankeschön für den Follow. Ich mach für dich mal nochmal das Inventar auf. Das ist Schleim. Tot. Das ist ja blöd gelaufen. Ich kann ihn nicht in dem jetzigen Stadium erschießen, oder?
Bin ich so dumm? Oder übersehe ich irgendwas? Wow. Really? Dieses X und C sind auch echt so richtig bekloppt, als das, wenn man mit Virus D spielt. Ich habe nicht gelesen, was ich tun muss. Luni, es tut mir leid. Ich hab dich so leider nicht abrufbereit aktuell. Hätte ich noch vorher dran denken sollen. War der jetzt noch da drin? Ich hoffe doch, da habe ich jetzt Ruhe. Metall, hallöchen, schönen guten Abend im Stream. Herzlich willkommen. No, 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 no. What the fuck? Also, Kuckuck, ich hab Rückenschmerzen.
Aber muss ich die Magnum wirklich benutzen in dem Kampf schon? Ich habe so viel Schrotmuni. Oh, oh, oh! Tschüss! Maxim, mal durch ein Netz, willkommen im Stream. You're welcome. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Fuck. The lion sleeps tonight. Da unten in der Bergspalte. Okay, der obere Parasit ist tot. Jetzt wird der untere Parasit aktiv. Ob ich das gut finde? Nein. Der bestand ja quasi aus zwei Parasiten. Einmal aus dem Unterparasit und einmal den Oberparasit. Einmal aus diesem komischen... Und einmal aus dieser... Hab ich das gut erklärt? Ich hätte sie auch durch diesen Tunnel jagen können, anstatt einfach niederzuknöppeln mit meinen Schießkünsten. Das ist gerade zu dick da geworden. Ja, aber mit Scherenkopf. Das war quasi der Dick da mit den Scherenhänden. Dick da Scissorhead. Seid ihr schon mal ins Schlafzimmer gesprungen und ohne Hose und habt geschrieben, Dick da? Sehr schön, Sio, sehr schön. Rongo, ich habe kein Schlafzimmer. Es ist alles ein Raum bei mir. Diese Option fällt leider weg. Außer ich gehe auf den Balkon und komme wieder reingesprungen.
Und die Küche ist auch halt eher offen als... Das ist ein Grund, aber kein Hin, das stimmt. Einfach aus dem Flur. Oder aus dem Treppenhaus. Jetzt nur aufpassen, dass keine Nachbarn gucken. Sonst sehen die den kleinen Dick da. Ah, ich bin so leicht zu begeistern, das ist schön. Ich weiß doch nicht, was ich für Nachbarn habe. Die rote Fässer, Peng Peng. Ich glaube, ja. Ich weiß gar nicht, ob meine Nachbarn Türspione haben. Also ich habe zumindest keinen. Aber es könnten auch nur die Nachbarn sein, die an den Stirnseiten dingsen. What the Krimmelpups! Timo, dankeschön, dankeschön. Boy, hallöchen, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Abend. What the Krimmelpups? Schönen guten Abend, Tourette mit Ank. Oh, Anonymous. Boy, was? Oh, fies. Oh, Händler, hi. Dankeschön für den Herzinfarkt. Gerade wo ich hier so in so eine finstere Höhle absteige. Okay, ich werde hier definitiv nicht hochklettern. Krausers Nachricht. Offenbar hat Zettler mich von Anfang an durchschaut. Mir ist es zwar gelungen, Ashley zu entführen, aber ich habe gleich gemerkt, dass Zettler mir nicht ganz vertrauen wollte. So hatte ich keine andere Wahl, als die Frau um Hilfe zu bitten. Vielleicht wusste sie von vornherein, dass es so kommen würde. Ich spürte, dass...